Man muss ja nicht gleich sein ganzes Leben umkrempeln, wenn man mal in einer Krise steckt. Manchmal reichen ja Gedankenanstöße aus, um etwas zu verändern, damit sich das Leben wieder leichter anfühlt. Körper und Geist in Balance zu bringen, da kennt sich Christian Zippel aus. Der durchtrainierte Philosoph hilft in schwierigen Lebenslagen. Er ist 13 Jahre alt, als er sich den Arm bricht, weil er so schmächtig ist. Also beginnt er zu trainieren. Dann stirbt sein bester Freund. Er sucht Antworten in Büchern. Mit 26 macht Christian Zippel seinen Doktor in Philosophie in München. Er liest 5 Bücher pro Woche. 11 hat er selbst verfasst. Es gibt die Körpermenschen, die geistig eher, sage ich mal, abstumpfen. Und es gibt die geistreichen Menschen, die aber körperlich teilweise verkümmert sind. Und ich finde, ein Mensch sollte ein Individuum sein. Er sollte Körper und Geist vereinen, den Körper begeistern, das Geistige verkörpern und sich entsprechend auch mit Sport für den Körper und quasi auch Sport für den Geist beschäftigen und ganzheitlich wachsen. Einige seiner Leser suchen bei ihm ihr Gleichgewicht, lassen sich coachen. Das will eigentlich nur der Schweinhund, der will uns nichts Böses. Sie verbringen mehrere Tage mit ihm, so wie Markus aus Karlsruhe. Er stand kurz vor dem Burnout, hat sich von Frau und Firma getrennt, 20 Kilo abgenommen, steckt mitten im Neustart und will durch Christian auf der richtigen Spur bleiben. Der Geist steuert den Körper. Und wenn die Bewegung noch nicht so safe ist, musst du ganz langsam daran hingehen, damit dein Nervensystem lernen kann, was dein Geist schon weiß, wie die perfekte Bewegung aussieht. Markus kam vor 2 Tagen in Zubzow auf Rügen an, mit Rückenproblemen. Er konnte sich kaum bücken. Und morgen machen wir das schon mit 2 5-Kilo-Scheiben auf der Hand. Ah, es strahlt unheimlich viel Ruhe aus. Wenn du nur auf eine Sache konzentriert bist und da drin vollkommen aufgehst, dann löst sich alles andere auf. Das ist wie, keine Ahnung, wie wenn die Sonne rauskommt. Vor 1,5 Jahren zog der Philosoph und Kraftsportler von Bayern nach Rügen. Hier, sagt er, stoßen die Gedanken nicht an Mauern. Also das Geile ist so die Spannung. Weißt du, du bist dann dran, du bist totaler Anspannung an der Handel. Und hier draußen, ja, das ist so die Entspannung, ja. Das Loslassen. Ja. Und ich glaube, fühlt sich das für mich an, als könntest du die volle Kraft nur entwickeln, wenn du wirklich dann komplett raus bist. Das ist dieser klare Wechsel, dieses ganz Wichtige, der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Ein Muskel, der dauernd verkrampft ist, der wird krank, der entzündet sich. Und was diesem Muskel passiert, bei dem du auch einige verhärtet dann hast, so passiert es auch dem Menschen insgesamt, seinem Charakter, Körper, Geist. Und dann ist er ständig in dieser Starre, kommt nicht los. Und dann versuch dich mal zu bewegen oder Spaß zu haben oder das dich gut zu fühlen. Okay. Zu dem Coaching, das übrigens je nach Dauer zwischen 400 und 900 Euro kostet, gehört auch Meditation. Meditieren kann ja wirklich jeder. Einfach mal nur anhalten, aufrichten, tief durchatmen. Richtig atmen, essen, bewegen, lesen. Seine Philosophie lebt Christian jeden Tag selbst, um die Kraft zu haben, sie an andere weiterzugeben.